Und rasten. Keine Kräuter, ist okay. Und Mürrums Kopf ist wie in Watte gepackt. Okay. Das ist hoffentlich nur ein Dummschädel. Reise unterbrechen. Erstmal ganz kurz gucken, ob bei ihr alles okay ist. Sie hat einen Schlafsack. Sie hat eine Decke, sie hat einen Wasserschlauch, sie hat Schuhe. Und sie hat eine Robe über ihrer Lederrüstung. Okay. Jallen. Krankheiten heilen. Mürren. Dummschädel. Ach, sehr gut. Ja. Ist ja nicht so, dass wir langsam ein wenig paranoid werden. So, Ork-Patrouille. Computerkampf, Kampf berechnen, ruhig mit Magie. Dann verbrauchen wir zwar ein wenig Astralenergie, aber wenigstens können sie nicht mit ihren rostigen Klingen uns irgendwie Wundfieber anzetteln. Drei Silberlinge ist okay. Wo können wir jetzt lang? Nach Südwesten, nach Nordwesten oder nach Nordosten? Sind wir hier letztes Mal nach Südwesten? Ich denke schon. Also unsere Gruppe wollte eigentlich nach Südwesten gehen, aber Jallin schüttelt nur den Kopf und die restlichen Helden wissen schon, was gemeint ist. Also geht's nach Nordwesten. Lagerplatz suchen. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe stürzen. Keine Kräuter. Mürrum erholt sich. Sehr schön. Kurima wird weiter ausgezahlt. Die freut sich in Keks, dass wir einfach nur durch die Wildnis stampfen. Lagerplatz suchen. Und soweit kommen wir durch das Gebirge ganz gut voran. Also so an Wegstrecke pro Tag. Der Pfad läuft auf eine Steilwand zu und führt in einer Höhle tiefer in den Berg hinein. Wollt ihr die Höhle betreten? Oh ja, das sieht sehr gut aus. Oh. Oh, 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 oh. Hier führt eine flache Rampe hinaus. Das Tal vor euch ist vom Tageslicht erhellt. Es scheint, als hättet ihr es geschafft. Nein. So nicht. Reiseoption umdrehen. Höhle betreten. Wir würden gerne nicht rausgehen. Dankeschön. Aber ja, das sieht sehr gut aus. Es ist einigermaßen gepflegt. Also könnten sie auch irgendwo Magier hausen. Gleich eine Sackgasse, das klar. Nanu? Ha. Also eine gepflegte Umgebung mit Geheimwänden. Definitiv Magier. Okay, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Halten wir uns erstmal rechts an der Wand lang. Der Schritte? Nein. Also rechts an der Wand lang. Oh, Kurima wird schwer von einem Bolzen getroffen und schreit laut auf. Autsch. Nein. Du. Du. Talent anwenden. Wunden heilen, Kurima. Sehr gut. Also rechts an der Wand lang halten, damit wir schnell wieder rausfinden. Durch den Durchgang erkennt ihr eine große, von Feuer erleuchtete Halle, in der sich anscheinend mehrere Gestalten bewegen. Außerdem könnt ihr den Lärm einer rauen orkischen Unterhaltung vernehmen. Endlich wagt ihr es wieder zu atmen. Die Orks scheinen zu ihrem Wüstentreiben zurückgefunden zu haben und scheinen sich nicht um irgendwelche Geräusche aus irgendeinem Gang zu scheren. Okay, nächste Amtshandlung. Gwendolyn sollte vorgehen. Wir sollten nicht diesen Gang weitergehen. Okay. Oh, direkt läuft in dieselben Bolzen. Darf ich ja dann auch gleich verarzten. Wunden heilen, direkt. So. Oh, eine Ork-Patrouille. Aber nur drei Stück. Das dürfte absolut kein Problem sein. Außer, dass Talana da ein bisschen ungünstig steht. Genau. Und Kurima jetzt auch. Und da will Tirigen nichts nachstehen und läuft auch vor. So, du kannst jetzt nirgendwo schießen, richtig? Richtig. Und du könntest dich jetzt noch Talana an den Weg stellen, aber das lassen wir mal. Du hältst mir den Rücken frei.
So, du gehst weg. Genau. Und du gehst dahin. Kannst du von hier aus vielleicht? Ja, sehr schön. So, und du, nee. Du gehst erstmal zu seiner Seite und haust ihm da mit der Axt hin. Der hier hält ein bisschen mehr aus. Na gut, sichern. Sichern. Dahin. Und Angriff auf den Ork. Der hält wirklich ein bisschen mehr aus. Muss der Anführer von diesem Trupp sein. Okay, das ist auch noch ein ziemlich großer Raum. Okay. Also hier kamen wir rein. Eintrag schreiben. Eingang. Da war der andere Raum. Na gut, gucken wir hier mal rein. Ach du gute Güte. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf den Ork-Veteranen oder auf einen kleinen, damit es möglichst schnell weniger werden. Ich bin für einen kleinen, damit es möglichst schnell weniger werden. So. Inkende. 40 und er steht noch. Ich denke, wir haben ein Problem. Ich denke, wir haben ein sehr großes Problem. Denn es ist haarig und schwarz. Und es sind 4 davon. 5 davon. Oh, wow, 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 wow. Computerkampf berechnen? Ich denke nicht. Aber ich denke auch nicht, dass ein manuell bestrittener Kampf da so viel Vorteile bringt. Na gut, warten wir erstmal ganz kurz ab. Wir versuchen, 1-2 umzubringen. Vielleicht wendet sich ja das Blatt. Genau, und Talana steht schon neben einem von den Schwarzen. Wenn sie gleich noch Rüphobos macht, müsste der ja eigentlich weglaufen. Kam Fulmen auf den. 21. Nicht mit der Wimper gezuckt. So, Zaubern. Kam Fulmen auf den. 23. Okay. Wo bist du? Du bist hier. Dann stell dich mal da hin und schlag den an, der schon Fulmen bekommen hat. So, und du haust auf den vor Tirik. Damit er abgelenkt ist und Tirik ihn einen verpassen kann. Gib mir Talana. Ich will gucken, ob der Rüphobos klappt. Das wäre schon mal eine Riesenhilfe, wenn sie 2-3 von den Schwarzen wegschicken könnte. Ja, 24 Trefferpunkte, sehr schön. So, du hast schon keine Astralenergie mehr. Geh mal dahin und schieß dem die Seite. Ja, sehr gut. Erster Toter, so muss das sein. Okay, du 2 Schritte zurück und schieß. Ist irgendeiner schon angeschlagen? Wo du auch hinkommst. Na gut, dann schieß mal den da an. Ja, der war wohl angeschlagen. Gib mir Talana, genau. Zaubern. Beherrschung. Rüphobos auf den Veteran. Rüphobos! Ja, es klappt. Sehr schön. Das heißt, sie kann gleich noch einen erschrecken. Deinen starken Zaubertrank trinken und noch einen erschrecken. Sehr schön, es wendet sich auf jeden Fall das Blatt. Du schießt auf den Fokurima. Du schlägst den an, den Tirik schon angeschlagen hat. Du
Du schießt auf den vor Jallen. Oh. Das sind echt tierisch viele. So, und du haust jetzt den tot. Genau. Es sind jetzt schon 3 tote Orks und einer, der flieht. So, du haust den da. Du bist weg. Sehr schön. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt keine Verstärkung kommt. Das wäre echt nicht fair. So, du stellst dich wieder neben Tirik und Gwendolyn. Sehr schön, dann bist du das nächste Ziel. Und du machst Beherrschung Horiphobos auf den Ork. Horiphobos! Jo, der flieht auch. Sehr schön. Du haust den. Du ist einen Schritt zurück und schießt immer noch auf den vor Kurima. In der Hoffnung, dass ihr den Angeschlagenen auch wieder angreift und nicht auf dem Ork-Veteran bleibt, der gerade vor ihr ist. So, du haust den eben zurück. Genau, den macht ihr jetzt schön nach und nach kaputt, wie den davor. Und du gehst mal dahin, um nächste Runde auch den Veteranen auszuschalten. Und du haust den hinter dir. Genau. Genau. Es waren gerade 33 Trefferpunkte oder so. Sehr schön. Jallen macht einen Schritt zurück und schießt auf den vor Gerugon. Er ist weg. Ja, doch. Wir sind wohl aus Versehen gerade in den Hauptraum reingeplatzt, aber wenn wir den Kampf jetzt schaffen, und das sieht ziemlich gut aus, dann können wir hier bestimmt sehr interessante Sachen finden. Wenn nicht, vielleicht sogar den Salamanderstein selbst. Weil vielleicht haben die Orks ja die Magie überfallen oder es gab ein Disput oder sonst was und die haben jetzt den Stein. So hoffen wir es auf jeden Fall. So, du, zaubern. Beherrschung. Horiphobos. Horiphobos! Und flieht. Das läuft echt super mit ihr. So, du haust den. Ja, die Elfen haben langsam keinen Platz mehr zum Ausweichen. Das ist nicht schön. So, du greifst den vor dir an. Der hat schon sehr viel abbekommen. Müsste eigentlich jeden Moment umfallen. Aber nee, das zieht sich. Okay, du kannst auf irgendwas schießen. Den da. Jo, sehr schön. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du, hau mal den. 28. Hau den nochmal. Oh, schade. Das wäre schick gewesen. Du, kannst du irgendwo weggehen? Nee. Könntest da hinten hingehen. Ja, komm, geh mal hinten hin. Geh weiter weg. Oh. Ja, Überlebensenergie sieht bei den meisten noch ganz gut aus. Also jetzt bei Jalle nicht unbedingt, aber oh, die ist überall blockiert. Das ist echt nicht schön. Okay, Zauber. Kampf. Blitzdicht find auf den Ork vor ihr. Ja. Da müsste sie eine Weile Ruhe haben. So, geblendet. Du hau den. Prima, hau mal den, der rechts von dir ist. Das ist links. Jetzt der hinter dir ist, bitte. Müsste jeden Moment umkippen. Und du, Zauber. Beherrschung, Horiphobos auf. Oh, da ist gar keiner. Ja, nee. Dann beweg dich erstmal dahin. Und verscheuch die nächste Runde. Der müsste ja so schon fliegen, genau. Ist ja nicht so, dass wir ein tierisches Problem haben, wenn der Zauber nachher keine Wirkung mehr hat und die alle zurückkommen, aber da kümmern wir uns später drum.
eine Sache zur Zeit. Und wenn deren ganzes Fußvolk weg ist, dann sind sie vielleicht nicht mehr ganz so kampfeslustig. Also, entweder das oder sie sind Tiere stinkig, aber. Nee. Oh, der flieht auch. Dann dürfen wir nur noch einen Schwarzen hier auf dem Feld haben. Du, hau den. Kipp doch endlich mal tot um. Der hat schon richtig was abbekommen. So, du schießt den an. Du hau den an. Natürlich könnten wir jetzt auch, wo die ganzen Schwarzen langsam weg sind. Kommst du raus? Ja, du kommst raus, sehr schön. Jetzt, wo die Schwarzen, also die Veteranen, weg sind, könnte man eigentlich wirklich mal Kampf berechnen. Entweder das oder ich mache einen kleinen Zeitraffer. Dafür bekommen unsere Helden ja nichts mit. Die kämpfen einfach weiter vor sich hin. Und ich denke, das mache ich. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn dieser Kampf gewonnen ist. Boah, hoffentlich gewonnen ist.